Hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen 10. Bezirk mit Original, laut Untermalung, wie gerade 3 oder 4 Menschen einander umbringen. Ich weiß nicht, ob es letzte Woche jemand gesehen hat, aber es hat sich relativ viel getan, pressetechnisch. Ja, mein Kopf war in circa 20 verschiedenen Zeitungen drinnen, nachdem ich die einzige Teilnehmerin am diesjährigen Bachmann-Preis bin. Deswegen habe ich momentan relativ viel zu tun mit allen möglichen Anfragen und Vorbereitungen natürlich. Mein Buch ist gerade am Fertigwerden und nächste Woche fliege ich nach Japan. Deswegen gibt es die Woche nur einen relativ kurzen Reisevlog. Und zwar war ich zu Gast im österreichischen Kulturforum in London, um dort etwas über Thomas Bernhard zu lesen. Hallo, ich bin gerade im österreichischen Kulturforum angekommen in London und habe mein Gästezimmer bezogen. Nice! Wer hat hier jetzt die erste Nacht? Ich meine, jetzt verbringe ich noch keine Nacht, weil es ist noch helllichter Tag, aber... und wird morgen an einer Performance, einem Tribut über Thomas Bernhard teilnehmen und... dort gemeinsam mit 5 anderen Künstlern performen. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendetwas in Großbritannien strahlt etwas aus, das mich jedes Mal, wenn ich da bin, extrem glücklich macht. Ich weiß nicht, ob das Wetter ist, diese kalte Brise, die trotz strahlenden Sonnenscheins weht, oder einfach die Stadt selbst, aber... und ich werde jetzt mal einen Lauf im ziemlich nebenan liegenden Hyde Park unternehmen. Ich habe hier sogar so eine Art Psychoanalytiker-Couch. Mein Ziel lautet Princess Diana Memorial Fountain. Perfektes Klima. Viel besser als in Österreich. Das ist der reinste Irrgarten. Ich habe den verdammten Brunnen noch immer nicht gefunden. Obwohl ich hier schon seit 6-7 Kilometern unterwegs bin. Also so deppert muss er mal sein wie ich. Ja, also ich muss sagen, ich hätte mich so ein bisschen anders vorgestellt. Dann laufe ich mal wieder nach Hause. Das hat sich gelohnt. Ich bin jetzt allein im Kulturforum. Das österreichische Kulturforum ist eine einzigartige Kulturinstitution in vielen Ländern, deren Auftrag es ist, österreichische Kunst zu fördern. Das in London ist hoch, hat viele Stiegen, 3 Gästezimmer, einen Veranstaltungssaal, wahnsinnig nette Mitarbeiter und ist in einer Hammergegend. Exklusiv. Zweiter Tag, heute ist der Tag der Performance und ich gehe mir gerade Frühstück holen, um noch ein bisschen an meiner Präsentation später zu arbeiten. Stadt erkunden. Oh yeah. Hashtag Travel Life. Hashtag Vlog Style. Modern MacBook Air. Während die anderen Leute lauter Fotos von den Touristenattraktionen machen, Sea Figure One, filme ich die ganze Zeit und mache Fotos von Brücken, unter denen das Cambridge Oxford Boat Race durchgeht. So sehr bin ich ein Ruderfan. Fast forward, es ist jetzt 17 Uhr und in 2 Stunden beginnt das Event. Wir werden jetzt gleich eine Tech-Probe machen und dann beginnt die Performance. In meiner Performance ging es um die Verbindung von Landschaft und Identität. Ja, und was jetzt in dem Video gar nicht so richtig rausgekommen ist, weil ich auch gar nicht die Einverständniserklärung mehr einholen konnte von den anderen, die bei dieser Performance mitgemacht haben, war, was für tolle Künstler ich dort eigentlich kennenlernen durfte. Also es war wirklich durchgehend ein sehr hohes Niveau und auch die Gespräche danach waren total schön.
Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich werde auf die Profile der anderen unten in der Videobeschreibung verlinken. Danke Steven für die Einladung und wir sehen uns wieder in einer Woche in Japan. Peace out.